So, und wir wechseln zu einer Referentin, die gleichfalls als juristische Expertin hier auftritt. Also wir haben starke juristische Fachkompetenz im Augenblick hier im Ring. Das ist die Frau Nicole Beranek. Und sie steht, wie Sie sehen, für die Firma oder die Rechtsanwaltschaft Herting und wird uns einiges erzählen zu Datensicherheit und Meldepflichten im Beschaffungsprozess. Also ein klassisches Thema. Frau Beranek, Sie haben die Bühne. Vielen herzlichen Dank. Genau, der Titel ist ein bisschen irreführend unter dem Kapitel. KI wird hier schon auch eine Rolle spielen. Aber eben, ich habe schon 4 Themen in einem, innerhalb 20 Minuten. Das gibt einen richtigen Challenge für mich. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich möchte zuerst einmal einordnen. Dann möchte ich Ihnen zeigen, was punkto Datensicherheit mit dem neuen DSG, das ja jetzt in 8 Tagen in Kraft tritt, auf uns zukommt. Und dann vor allem auch das ISG, das dürfte Sie ja noch viel mehr interessieren als das DSG und dann auch die Meldepflichten. Gut, eine Einordnung. Das ist eine Grafik vom NCSC, also National Cyber Security Center, ist Ihnen wohl alle ein Begriff. Es geht hier mal um das DSG und eben um die Informationsschutzverordnung. Die wird jetzt eben abgelöst durch das Informationssicherheitsgesetz, das am 1.9. auch in Kraft tritt, allerdings noch nicht mit den Meldepflichten, den zwingenden. Im Moment ist es noch freiwillig. Dazu komme ich. Gut, wichtig ist, dass Sie verstehen, das Schutzobjekt ist unterschiedlich. Ja, beim DSG ist das Schutzobjekt die Persönlichkeit, also nicht die Daten, die Persönlichkeit einer Person und die Grundrechte. Also die Wahrung der Grundrechte, während beim Informationsschutzgesetz es die Daten sind, Informationen und der sichere Einsatz der Informatikmittel der Bundesbehörde. Gut, stechen wir in die Materie, in puncto Datensicherheit. Zuerst einmal die Rechtsgrundlage in Artikel 8. Zuerst die Begriffe, dürfen wir nicht verpassen. Der Gesetzgeber hat die Verletzung der Datensicherheit definiert. Ich dachte erst, okay, wieso muss er das machen? Wenn Sie diese Definition lesen, unautorisiert und widerrechtlich muss die Verletzung sein, das ist irgendwie wie selbstverständlich, also unbeabsichtigt. Genau. Das kommt an verschiedenen Stellen. Ich habe noch nicht ausgemacht, inwiefern das dann wirklich ein Thema sein soll im Vergleich zum Verständnis, was man von einer Datenschutzverletzung bis anhin dachte. Relevant ist auch die 2 Begriffe Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter. Diese 2 Begriffe wurden nicht weiter erläutert in der Verordnung. Hier werden wir uns vermutlich anlehnen müssen an was in der EU als Abgrenzungskriterium gilt. Das ist nicht immer ganz einfach. Hat man jetzt allenfalls 2 Verantwortliche, eine gemeinsame Verantwortlichkeit, eigenständige Verantwortlichkeit etc. Also jemand ist nicht immer nur Auftragsverarbeiter unter Umständen. Gut, also die Datensicherheit. Was sagt das Gesetz neu? Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter. Alle Ihre Auftragsnehmer sind selber auch verantwortlich für die Datensicherheit. Gewährleisten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. Ist nichts Neues, hatten wir bis anhin schon. Was Neues ist wirklich, dass der Auftragsverarbeiter jetzt auch in der Pflicht ist, in der klaren Pflicht. Das hat auch strafrechtliche Konsequenzen. Was neu ist, explizit im Gesetz, die Maßnahmen, die Sie treffen, die müssen auch geeignet sein. Wenn Sie Georedundanz herstellen wollen und ein Chiphersteller seine Fabrik im Perimeter eines Atomkraftwerkes hat, es besteht keine Georedundanz, wenn der zweite Standort auch in diesem Perimeter drin ist. Also da muss man wirklich mal ein bisschen genauer hinschauen.
Der Bundesrat hat dann gesagt, okay, wir definieren die Mindestanforderungen in der Datenschutzverordnung und in die wollen wir dann jetzt auch reinstechen. Also kurz noch die strafrechtliche Situation, wieso interessiert uns das überhaupt, also da mit der Datensicherheit? Private Personen, also Auftragsbearbeiter vor allem, können eine Buße bekommen in Zukunft, wenn sie das vorsätzlich verletzen. Und vorsätzlich heißt auch eventuell vorsätzlich, also ich nehme etwas in Kauf, eventuell vorsätzlich. Genau. Dann habe ich aber auch das Thema, wenn ich unter ein Berufsgeheimnis falle und die Schweigepflicht diesbezüglich verletzt habe, oder dann habe ich halt wirklich auch noch StGB 321 betreffend Verletzung des Amtsgeheimnisses. Also das, was unter das Amtsgeheimnis fällt, was nicht gemäß Öffentlichkeitsgesetz öffentlich ist. Gut, was heißt das schon mal als erste Folgerung für den Beschaffungsprozess? Erstmal klare Rollen definieren, also sich klar sein, sind wir hier Auftragsverarbeiter oder Bearbeiter oder Verantwortlicher? Was ist der andere Part? Dann keine eigenständigen Definitionen vornehmen, wann eine Datenschutzverletzung da ist, weil das Gesetz das ja schon macht. Und die Mindestvorgaben gelten eben auch für den Auftragsbearbeiter. Gut, die Verordnung, die sogenannten Mindestanforderungen, die meines Erachtens nicht tauglich sind, um Mindestanforderungen zu sein, weil sie sind zu wenig präzise und konkret. Aber bon, das ist das, was der Gesetzgeber uns auf den Weg gibt. Er sagt, wir müssen die Datensicherheit angemessen gewährleisten, sowohl der Verantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter, indem wir den Schutzbedarf der Personendaten bestimmen, in Hinblick auf das, also die Risiken und dann entsprechend technische, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen auch ergreifen. Also wir haben drei Kriterien. Schutzbedarf, Risiko und technisch-organisatorische Maßnahmen. Was muss man da im Detail anschauen? Also mal die Art der Daten. Haben wir Personendaten, besonders schützenswerte Personendaten, Persönlichkeitsprofile mit hohem Risiko. Dann müssen wir auch schauen, wie sieht die Bearbeitung aus? Also zu welchem Zweck wird jetzt das bearbeitet? Insbesondere auch, hat der Auftragsbearbeiter allenfalls noch eigenständige Zwecke, was gesetzlich meines Erachtens nicht geht und nicht drin liegt. Ist aber sehr oft in Verträgen drin. SAP hat zum Beispiel für ihre AI-Plattform drin, dass sie die Daten nutzen können für Benchmarking. Und das ist relativ schwierig mit ihnen, das rauszuverhandeln. Und wenn man es rausbekommt, dann hat man keine Gewährleistung, dass es nicht trotzdem erfolgt. Eben den Zweck und die Art der Bearbeitung müssen wir uns angucken. Also haben wir automatisierte Bearbeitung oder haben wir irgendwo noch vielleicht einen Papierprozess? Also ist in der Schweiz ja nicht so, dass das nur auf automatisierten Bearbeitungen zutrifft. Dann auch der Umfang. Betrifft das wenige? Betrifft das die gesamte Schweizer Bevölkerung? HHV-Nummer hat jeder. Genau, und dann auch ein bisschen so noch die Umstände, um dann schlussendlich eigentlich den Schutzbedarf bestimmen zu können. Als nächstes müssen wir gucken, wie sieht es mit dem Risiko aus? Was für Ursachen gibt es? Und da kommt dann jetzt eben auch KI rein. Viele Angreifer nutzen bereits KI für die Entwicklung von Angriffsszenarien. Das bedeutet, dass auf der anderen Seite vielleicht auch wirklich eine Abwehr mit KI zu erfolgen hat. Ich bin der Auffassung, wer heute keine Endpoint Security implementiert hat, hat keine Datensicherheit implementiert nach Stand der Technik. Also Sie müssen die KI nutzen zur Gegenabwehr. Also die Ursachen evaluieren, was haben wir
für Risiken hier, eben zum Beispiel Perimeter Atomkraftwerk, Erdbebengefahr in Basel. Das sind unterschiedliche Risiken oder eben auch Technologiewandel. Also Datensicherheit oder Informationssicherheit allgemein ist etwas ongoing. Das heißt, das können Sie zwar mal initial beurteilen, müssen Sie aber immer wieder überprüfen. Die Gefahren, was sind die Gefahren? Dass ich die Daten verliere, dass sie verschlüsselt werden, dass sie veröffentlicht werden, etc. Die sind mannigfaltig, haben wir jetzt gerade gesehen, oder? Im Fall Explain, wenn hier kritische Daten veröffentlicht werden, ist das nicht lustig für die betroffenen Personen und peinlich für die Bundesverwaltung. Gut, dann muss man definieren, was für Maßnahmen kann man ergreifen. Dazu komme ich nachher in der nächsten Slide. Und dann hat man unter Umständen noch ein Restrisiko. Man bringt nicht alles immer weg. Und da muss man eigentlich im Vorfeld eigentlich irgendwo einen Managemententscheid treffen und sagen, okay, dieses Risiko nehmen wir noch in Kauf. Das bedeutet aber unter Umständen, wenn dieses Risiko sich realisiert, dass es für eine oder eine Mehrheit von Personen unangenehm werden kann. Und das muss man sich bewusst sein. Der dritte Punkt bei den Mindestanforderungen ist, dass man entsprechende technische, organisatorische Maßnahmen trifft. Diese sind nach dem Stand der Technik auszuwählen. Und Stand der Technik heißt auch, was wissenschaftlich schon da ist. Wir haben Quantum Computing schon hier. Das heißt, man müsste eigentlich eine Quantum safe Verschlüsselung haben. Also je sensitiver die Daten sind, umso eher müsste man das effektiv dann auch tun. Genau, oder eben AI-Algorithmen, die da Einzug halten. Was man auch berücksichtigen darf, sind die Implementierungskosten. Aber nur, wenn man gleichwertige Varianten hat. Dann kann man für die günstigere Option sich entscheiden. Gut, zu den Maßnahmen. Sie kennen das bereits, Anonymisierung, Pseudonymisierung, Verschlüsselung der Personendaten oder eben auch Datensegregation, dass man sich überlegt, welche Daten kann ich wohin tun, ist eine Möglichkeit etc. Ich warte immer noch darauf, dass zum Beispiel Microsoft eine Lösung entwickelt, dass ich lokal gewisse Daten lagern kann und gewisse kann ich meinetwegen in der Cloud haben, ohne dass es eine Synchronisation gibt. Im Moment erfolgt diese Synchronisation noch, aber sobald Microsoft das technisch vielleicht so hinbekommt, dann wäre das für uns dann auch eine Lösung. Und der dritte Pfeiler bei den Maßnahmen ist auch Schulung. Wir wissen ja, dass viele IT-Security-Risiken kommen von Menschen, sei es via Social Engineering, sei es aus Nachlässigkeit oder aus Versehen, dass man auf den falschen Link klickt. Das heißt, man muss schulen, um zu versuchen, dieses Risiko zu minimieren. Es wird nie ganz weggehen. Genau. So. Dann zu den Maßnahmen eigentlich, eben was sollte eigentlich tauglich sein. Diese Maßnahmen sind nach CIA neu, also kennen Sie alle, oder? Nehme ich an, Confidentiality, Availability, Integrity und neu kommt dazu D oder manchmal sagt man es auch A, Accountability, also Entschuldigung, Nachvollziehbarkeit und Zurechenbarkeit für die einzelnen Personen. Auch das sind vier Begriffe, die sich wieder mannigfaltig aufsplitten. Das ist auch alles nichts Besonderes Neues. Das finden Sie wie bis anhin schon eigentlich in ISO 27001/02 und die Ergänzungen finden Sie auch im der erst im Dezember letzten Jahres abgedateten ISO 27001/02. Gut, ein Punkt schreibt der Verordnungsgeber noch vor, das ist nämlich Protokollierung. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich ein bisschen erstaunt,
Weil für mich ist es logisch, dass ich überall dort, wo ich rechtsrelevante Vorgänge habe, dass ich da protokolliere. Schließlich möchte ich die Personen identifizieren können. Aber bon, es hat jetzt eine Gesetzesvorschrift, die ganz klar sagt, bei besonders schützenswerten personenbezogenen Daten in großem Umfang, wenn die automatisiert bearbeitet werden, dann muss man protokollieren. Und das gilt auch für Bundesorgane. Das ist eine zwingende Pflicht und diese Protokolle sind nach mindestens ein Jahr aufzubewahren. Ein Jahr könnte unter Umständen ein bisschen knapp sein, insbesondere deshalb, weil viele Angreifer manchmal länger als ein Jahr in einem System sitzen, bevor sie zuschlagen. Also da müsste man sich überlegen, ob man da allenfalls das nicht aus einem gerechtfertigten Grund noch verlängert. Dann auch vorgesehen in der Verordnung ist, dass Bundesorgane Bearbeitungsreglemente machen. Diese Bearbeitungsreglemente sind relativ umfangreich. Hierzu möchte ich eigentlich nur verweisen auf den NCSC. Der hat ein gutes Template geschrieben zum Bearbeitungsreglement, sofern Sie in Ihrer Verwaltung das nicht schon längst eigentlich umgesetzt haben. Gut, zusammenfassend betreffend Datensicherheit nach DSG und DSV. Also, den Schutzbedarf muss man definieren. Den kann man schon vorher definieren, bevor man die Ausschreibung macht. Und das müsste meines Erachtens auch als Eignungskriterium definiert werden. Dann der Zweck ist auch initial zu definieren, meistens in Ihrem Umfeld vorgegeben durch das Gesetz und Ihrem öffentlichen Auftrag. Dann eine Risikobeurteilung ist vor dem Vertragsabschluss vorzunehmen. Das heißt, auch ein IT-Security-Assessment sollte vor Vertragsabschluss stattfinden. Und dann nicht zuletzt halt wirksame Kontrollen. Das heißt, wirklich auch Audits regelmäßig und mal hinschauen und bei Technologieänderungen und Wechsel dort wirklich hingucken. Genau, technisch-organisatorische Maßnahmen kann man auch in der Ausschreibung definieren. Ich habe so zwischen den Gängen ein bisschen gehört, das Problem ist die Knappheit an IT-Security-Spezialisten in der Bundesverwaltung. Das heißt, ihr müsst hier die Jobs attraktiver machen, damit ihr diese Leute an Bord holen könnt. Genau, und eben Protokollierung, und zwar so protokollieren, dass der Angreifer nicht auch das Protokoll löschen kann. Ja? Weil sonst nützt es ja nichts. Und eben am Schluss noch das Bearbeitungsreglement, das immer auch hilft. Also wenn Sie jetzt etwas Neues beschafft haben, sollte man das auch nochmal im Bearbeitungsreglement dann entsprechend noch führen. Gut. Zur Informationssicherheit. Das kommt jetzt erst per 1.9. wird das ISG in Kraft gesetzt. Das heißt, Sie sollten alle schon ready sein. Wer ist das schon? 1, 2, okay. Genau, das ist ungefähr das, was ich gehört habe, auch so bei den Gesprächen am Mittag. Genau. Also ich glaube, das ist die größere Arbeit, die Sie vor sich haben, weil Informationssicherheit ist breiter als Datenschutz. Das heißt, dort müssen Sie wirklich ein ISMS aufsetzen. Wer ist mal grundsätzlich betroffen vom ISG? Das ist natürlich die typische Bundesverwaltung und die Kantone. Aber eben auch die Dritten, also die Beauftragten. Also weil sie müssen diese Vorgaben vom ISG müssen sie in die Ausschreibung reinbekommen. Und das ist, wie dieses Bild hier zeigt, einiges umfangreicher als nur Datenschutz. Hier müssen sie zwar auch den Schutzbedarf klären, das haben wir jetzt gerade gehabt mit der Risikoanalyse und dem Zweck, aber Sie müssen vorab Ihre Informationen klassifiziert haben.
Das ist nicht immer möglich, auch nicht 100% möglich, oder? Oftmals hat man es, aber meistens nicht durchgängig. Und dann müssen Sie ein ordentliches Risikomanagement aufbauen. Und das Management, das beinhaltet halt einerseits quasi das Onboarding vom neuen Auftragsbearbeiter oder vom Supplier und dann eben auch die Kontrolle während des Vertragszykluses bis zum entsprechenden auch Offboarding und zur Datenvernichtung. Sie müssen Sicherheitsverfahren und Sicherheitsmaßnahmen implementieren und es bedarf auch eines personellen und physischen Schutzes. Ich möchte hier nur an der Oberfläche kratzen, weil das wäre eigentlich ein Vortrag für sich allein. Genau, breiter, auch hier Grundlage ist ISO 27001. Sie sind detaillierter, die Anforderungen. Sie müssen in die Ausschreibungsunterlagen einfließen. Aber bitte nicht vergessen, die Zwecke der beiden Gesetze sind unterschiedlich. Das eine ist der Informationsschutz all dieser Informationen, die für den Bund essentiell ist, von der inneren und äußeren Sicherheit bis hin zu, was es braucht, zur Operation des Staates, während das Datenschutzgesetz halt wirklich nur die Persönlichkeit, also nur die Persönlichkeit von betroffenen Personen und die Grundrechte zu wahren wünscht. Hier Quellen vom NCSC, wenn Sie sich diese nicht schon mal angeschaut haben. Ich habe das angeguckt, und es sind wirklich hilfreiche Konzepte, die wir zum Teil auch jetzt für in der Privatindustrie nutzen. Genau. Damit zu den Meldepflichten nach DSG. Die kommen jetzt auch. Das Gute vorab, es gibt ein Online-Meldeformular des EDAPS, das man nutzen kann. Also hier ist auch, wer die DSGVO kennt, kennt den Mechanismus schon, oder? Bei einer Datensicherheitsverletzung mit einem voraussichtlich hohen Risiko muss eine Meldung an den EDAP und wenn das hohe Risiko sich nicht mitigieren lässt, auch an die betroffenen Personen gemacht werden. Das heißt, Sie müssen erst mal evaluieren, hat sich jetzt ein hohes Risiko realisiert oder nicht. Wenn Sie einen Ransomware erwischt haben, das ist klar. Ja? Dann ist das hohe Risiko da. Aber bei allen anderen und allenfalls kleineren Fällen müssen Sie zuerst einmal das Assessment machen. Wir machen das zum Beispiel mit einem ENZI-Standard, nicht mit David Rosenthal's Assessment, sorry. Aber eben, es gibt auch andere Möglichkeiten und Standards, die Sie nutzen können. Wenn das hohe Risiko noch da ist, müssen Sie melden. Und im Meldeformular des ADAP hat es einige zusätzliche Informationen, die Sie nicht preisgeben müssten. Ja, also ich würde da dann schauen, was Sie wirklich reinschreiben und was nicht. Genau, und es ist der Verantwortliche, der hat zu melden und unverzüglich. Also nur, wenn personenbezogene Daten sind, an den EDAP, an die betroffenen Personen, unverzüglich, das ist noch schwierig, oder? Am Anfang weiß man einfach, man hat einen Fall, man weiß aber noch nicht was, wie, wo. Und der EDAP sagt, ja, einfach mal melden. Man kann dann noch melden. In der Privatindustrie sagen wir zuerst ein sauberes Assessment und dann melden. Genau. Wann ist klar, was ist auch klar. Also was ist passiert, wie viele Leute sind betroffen, was hat man unternommen, etc. Und wer, das ist dann wirklich zu definieren. Es gibt Unternehmen, die das dem Datenschutzberater oder dem DPO überlassen. Und es gibt andere, die das der PR-Abteilung überlassen oder Legal oder sogar auf C-Level. Genau das Verfahren habe ich erklärt.
Problematisch wird es nur, aber das betrifft Sie weniger in der Verwaltung, wenn Sie internationale Kontexte haben und Sie dann on the globe notifizieren müssen. Und was auch schwierig ist in solchen Fällen, ist, dass man die Information gleich behält, dass man nicht verschiedene Aussagen hat. Gut. De lege lata noch einen Ausblick auf, wie wird das im ISG vorgesehen, also die verpflichtende, da habe ich zum Teil nicht die richtigen Artikel erwischt, aber ich kann es Ihnen so sagen. Also dort ist der Umfang der Meldung beschränkt auf die kritischen Infrastrukturen, wobei die kritischen Infrastrukturen relativ breit definiert sind. Also da fällt auch eine Migros als Grundversorger rein, da fällt eine Swisscom etc. darunter. Also die sind sollen meldepflichtig sein, es ist noch nicht abgeschlossen. Das Problem ist, dass der Umfang ist unter dem ISG ist größer als unter dem DSG. Und dann müssen Sie in der Kommunikation schauen, dass Sie nicht zwei verschiedene Stories mitteilen, weil beide, also im DSG nicht, aber beim ISG die Meldung, beziehungsweise Nichtmeldung, unter Strafe gestellt wird. Also, und die Behörden haben die Möglichkeit, also das ISG zumindest gegenüber DSG, Informationen auszutauschen. Das mal als Ausblick, was da vielleicht noch kommt. Ich persönlich finde es gut, dass man es zwingend macht auf Stufe NCSC, aber es wäre wünschenswert, wenn man die beiden Prozesse ein bisschen abgleicht und vielleicht nicht gerade direkt unter Strafe stellt. Dann werden die meisten Betroffenen vielleicht eher zurückhaltend, was und wie sie melden. Das ist so viel von mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 4 Themen in a nutshell. Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Herting. Auch hier gibt es zu diesem gehaltvollen Vortrag direkte Nachfragen. Nein? Doch, da oben. Doch, da oben. Ha! Jetzt wird meine Sportlichkeit herausgefordert. Ha! Dankeschön. Merci vielmals für den spannenden Vortrag. Sorry, ich spreche Hochdeutsch. Sie sind ja auch ISO 27001 Lead Auditorin. Und es würde mich interessieren, auf welche Controls würden Sie jetzt ein Augenmerk legen, wenn ein Unternehmen KI-Systeme einsetzt, jetzt zum Beispiel dann der OpenAI Copilot, der, glaube ich, im Winter kommen wird. Wir haben im KI-Bereich haben wir mehrere Themen. Datenintegrität ist meines Erachtens ein größeres Thema. Und Vertraulichkeit ist auch, also bei der Nutzung, es kommt auf den Kontext an, wie man es nutzt, oder? Aber wir haben zum Beispiel intern ganz klare Guidelines, dass das nur für News-Recherchen oder Artikel genutzt werden darf, um die Vertraulichkeit nicht zu verletzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist Integrität von Daten. Wenn man jetzt die KI laufen lässt auf Systemen mit eigenen Daten, da stellt sich dann die Frage, allenfalls gibt es da ein bisschen komisches Mixmax. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass KI zum Teil wirklich noch fabuliert und Sachen erfindet. Dann hat man keine Datenintegrität mehr. Die Verfügbarkeit haben sie nicht gewährleistet bei den meisten Anbietern. Da muss man dann dahinter gucken. Und für unseren Berufsstand, denke ich, ist es im Moment schon einsetzbar, aber man muss den Kontext gut anschauen. Genau. Und diese Lösung, die Sie genannt haben, kenne ich im Spezifischen nicht, aber ja, weiß nicht, beantwortet das Ihre Frage? Gut, danke. Dann habe ich noch eine Frage. Danke, Frank Buchli, mein Name.
Ich wollte wissen, wenn jetzt bei einer Ausschreibung Generalunternehmungen zugelassen sind, typischerweise ist vielleicht eine Firma, die dann betreibt und eine Firma, die Software entwickelt, und es ist eben ein Eignungskriterium, dass man das 27001 hat oder jetzt eben das neue ISG, reicht es dann, wenn der Betreiber diese Zertifizierung hat, weil man kann sagen, die einen entwickeln die Software und der Betreiber muss ja dann schauen, oder müssen alle Players im Geokonstrukt dann das sicherstellen? Also die Zertifizierung ist ja nicht Voraussetzung. Die Vorgaben sind angelehnt an ISO 27001 und 2. Und das gibt auch nur immer ein Gefühl dafür, wie gut Sie das im Griff haben. Der kritische Detail bei ISO 27001 und 2 ist der Scope. Also ich lasse mir zum Beispiel immer den Scope zeigen, wenn jemand sagt, ich habe eine ISO-Zertifizierung, weil der Scope meistens nur einen Teil beinhaltet, wie eben jetzt Data Center und Hosting oder Housing, was immer der Fall ist, und nicht auch dann vielleicht der andere Teil. Und wenn man das ernsthaft betreiben will, müsste man eigentlich, also beim Software-Code müsste man eigentlich auch zuerst einen sauberen Code-Review machen, bevor man irgendetwas damit anfängt, wenn man das Ganze ein bisschen ernst nimmt. Banken oder so machen das zum Beispiel, und ich weiß auch, die Swisscom macht auch relativ tiefgehende Code-Reviews, bevor sie irgendetwas released. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen zugunsten auch der letzten Redner. Danke. Vielen Dank.